Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit der Mission Impossible Retrospektive. Heute mit Mission Impossible 2 oder wie es so cool auf dem Poster auch steht, MI2. Oh Gott, ja, Mission Impossible 2. Wo fange ich da am besten an? Erstmal, worum geht es in diesem Film? In diesem Film geht es wieder mal um Ethan Hunt, natürlich gespielt von Tom Cruise. Und der hat einen neuen Auftrag bekommen. Und zwar hat ein Wissenschaftler ein Virus entwickelt namens Chimera. Und dieser Virus wurde gestohlen von unserem Oberbösewichten in diesem Film. Und Ethan Hunt muss jetzt praktisch ein Team zusammenstellen und Chimera wieder besorgen. Das war's eigentlich. Wow, also Mission Impossible 2, das ist echt irgendwo ein ziemlicher Spezialfall in meinen Augen, weil das Ding ist so scheiße eigentlich, aber ich finde den Film trotzdem irgendwie ziemlich geil immer noch. Erstmal vorweg, warum ist dieser Film auf keinen Fall gut? Regie geführt in diesem Film hat der gute John Woo, der ja schon viele andere Actionfilme gemacht hat, zum Beispiel Face Off mit Nicolas Cage und John Travolta. Und der Typ ist kein schlechter Regisseur. Der weiß auf jeden Fall, wie man coole Action-Szenen inszeniert, wie man temporeiche Action inszeniert und vor allem, wie man obercoole Action inszeniert mit viel Slow-Mo-Aufnahmen. Und genau das bekommt man in Mission Impossible 2. Und wenn man das will, dann wird man mit diesem Film wahrscheinlich auch zufrieden sein. Wenn man jedoch einen guten Mission Impossible-Film haben möchte und den ersten Teil gut fand und denkt, hey, der zweite ist vielleicht auch so gut, oh boy, dann werdet ihr bodenlos enttäuscht werden, weil Mission Impossible 2 ist praktisch das direkte Gegenteil von dem ersten Teil. Ich kann vielleicht nochmal erwähnen, warum mir der erste Teil von Mission Impossible so gut gefallen hat. Dieser Film war durchgehend spannend, hatte ein sehr, sehr gutes Pacing, hatte kleine, feine Actionsequenzen zwischendrin, aber die meiste Zeit lang hat er wirklich auf Suspense aufgebaut. Viele coole Gadgets mit dabei, ein toller Cast und wirklich Figurentiefe in diesem Film, wodurch man merkt, da geht's wirklich um was in dem Film, da steckt Emotion dahinter. All das hat Mission Impossible 2 nicht. Nichts davon hat dieser Film. Dieser Film ist ziemlich inhaltsloser Quatsch, gestreckt auf über 2 Stunden. Wirklich, wenn man die Handlung runterbricht, in diesem Film passiert so gut wie gar nichts. Ich meine, dieser Film kam, glaube ich, Anfang 2000 raus, deswegen werde ich jetzt ein bisschen spoilern, immer so zwischendrin. Ethan Hunt rekrutiert eine Frau und stellt sein Team zusammen. Danach wird die Frau eingeschleust, dann infiziert sie sich mit Chimera, dann verkloppt Ethan Hunt den Bösewichten und dann ist der Film vorbei. Und das Ganze geht über 2 Stunden. Also das ist der absolute Wahnsinn, dieser Film. Gutes Pacing, nichts da. Die erste Stunde von dem Film, die erste Hälfte, könnte man sagen, ist wirklich ziemlich langweilig in diesem Film, weil es passiert so gut wie nichts. Wir haben endlos ausgedehnte Szenen, die so super cool sein sollen immer, mit so viel Slow-Mo-Aufnahmen und mit Schauspielern, die übelst coole Blicke in die Kamera werfen und epische Posen, die sich verändern. Es geht so ein bisschen in diese Michael Bay-Richtung, könnte man schon sagen. Also alles ist auf super cool und gigantisch getrimmt. Und es gibt solche bescheuerten Szenen in diesem Film wie Ethan Hunt möchte diese Frau rekrutieren und sie meint, ach nein, mit dir arbeite ich nicht zusammen. Und dann haben sie eine Verfolgungsjagd, einen Berg hinunter, wo beide fast draufgehen, wo er sie dann rettet im Endeffekt. Und dann sie sagt, ja, okay, dann arbeite ich mit dir zusammen. What the fuck? Wofür haben wir diese Verfolgungsjagd jetzt gebraucht? Hätten wir das nicht gleich machen können? Nein, wir brauchen eine komplett sinnfreie Action-Szene. Einfach so in den Film geworfen. Das ist unglaublich, dieser Film. Unglaublich. Und dann, also diesen Film kann man so überhaupt nicht ernst nehmen, zu keiner einzigen Stelle. Zum Beispiel gibt es so ziemlich in der Mitte vom Film eine Action-Szene, wo sie sich dann mit diesem Chimera-Virus infiziert und Tom Cruise rennt dann in Zeitlupe aus dem Gebäude raus und springt dann raus. Und dazu haben wir diese Hans-Zimmer-Musik, die wir eigentlich aus Gladiator kennen. So dieses... Und dazu springt Tom Cruise dann aus diesem Fenster raus. Und es ist so übertrieben und doof einfach. Es ist unglaublich, dieser Film nimmt sich so ernst. Und ist aber so ein absoluter Schlock einfach nur. Ich muss an dieser Stelle aber zugeben, wo die erste Hälfte ziemlich langweilig ist, weil nichts passiert. Die erste Hälfte besteht praktisch wirklich nur aus, Leute gehen in Slow-Mo irgendwo lang. Und es kommt viel zu überschwängliche Musik dazu. Oder Leute schauen sich an und es kommt überschwängliche Musik dazu. Und das ist eigentlich die ganze erste Hälfte. Und die zweite Hälfte ist nichts weiter als Action, wenn man so möchte. Und das ist zum Glück auch so, weil die Action ist wirklich sehr, sehr geil. Es hat zwar nichts mit Mission Impossible zu tun, weil es ist komplett übertrieben. Es würde eigentlich viel besser passen zu so einem
Pierce Brosnan, James Bond Film, so wie diese Filme nach GoldenEye, die dann langsam wieder viel zu übertrieben wurden, so guckt sich Mission Impossible eigentlich. Also wenn dann Ethan Hunt auf dem Motorrad sitzt und da langfährt mit seiner schwarzen Lederjacke und mit Sonnenbrille auf und mit seiner perfekten Föhnfrisur, die da im Wind weht, das sind da solche genialen Szenen mit bei wie Ethan Hunt auf der einen Seite, der Bösewicht auf der anderen Seite, beide mit Motorrädern, beide rasen sie aufeinander zu, springen ab von ihnen mit Motorrädern, springen in die Luft, die Motorräder knallen ineinander und explodieren natürlich. Es ist so ein Scheiß, dieser Film, ey. Es ist unglaublich, diese ganzen, immer wenn Autos in andere Autos reinfallen, alles explodiert in diesem Film nachher und Ethan Hunt schießt mit seiner Pistole so in Slow-Mo lang und es fliegen Tauben hinter ihm natürlich, weil es ein John-Woo-Film ist. Es ist unglaublicher Schwachsinn, dieser Film. Der Plot ist so abgestanden, 0815, man hat alles schon tausendmal gesehen. Die Charaktere sind absolute Abziehbilder eigentlich nur von sich selbst. Tom Cruise ist zwar in diesem Film, aber es guckt sich wie eine komplett andere Figur. Es ist zu keiner Sekunde mehr der Ethan Hunt aus dem ersten Teil, finde ich zumindest. Er ist in der ersten Hälfte vom Film der totale Ladiesman, der hat die Frauen aufreißen. Und im ersten Teil hatte er ja wirklich diese unterschwellige Wut die ganze Zeit in sich drin. Das war so genial. Und in diesem Teil ist er der strahlende Superheld, der aus Gebäuden springt. Also dieser Film hat nichts mehr mit Mission Impossible zu tun. Es ist ein Standard-Action-Film, der viel besser in die James-Bond-Reihe passt. Man hat zum Beispiel auch keine Gadgets mehr in diesem Film. Keine Szenen, die irgendwelche Suspense aufbauen, keine cleveren Twists mit drin. Ein Bösewicht, der so völlig over the top ist, der zum Ende hin eine so geniale Szene hat. Ihr kennt wahrscheinlich diese Szene aus Star Trek 2, Zorn des Khan, wenn William Shatner da in sein Mikro schreit, Khan! So eine Szene haben wir auch mit dem Antagonisten, wenn er in diesem Film schreit, Khan! Das ist so geil, ey. Also, Mission Impossible 2 ist irgendwo ein Guilty Pleasure-Streifen für mich, aber oh boy, oh boy, die erste Hälfte zieht sich so dermaßen in die Länge, weil wirklich nichts passiert und es ist so überschwänglich, es nimmt sich leider so ernst, das Ganze. Hätte sich das Ganze nicht so ernst genommen, wäre der Streifen wahrscheinlich viel, viel besser ausgefallen. Ich gebe dem zweiten Teil von Mission Impossible im Endeffekt noch 5 von 10 Punkten, was eigentlich viel zu viel ist. Eigentlich hätte der Film 3 Sterne verdient oder so. Aber da es für mich ein Guilty Pleasure Film ist, mit dem ich doch Spaß haben kann, ich denke mal, ihr habt alle gemerkt, wie viel Spaß ich doch habe mit diesem Film, weil es einfach so ein übertriebener Scheiß ist die ganze Zeit. Deswegen kriegt der Film doch noch 5 von 10 Punkten von mir. So, denn das war's mit meiner Meinung zu Mission Impossible 2. Wie findet ihr den zweiten Teil in diesem Franchise? Und was haltet ihr von Tom Cruise perfekter Föhnfrisur in diesem Film? Geht auch auf meine Facebook-Seite für mehr Zeug, facebook.com/mutantixsach. Und checkt auch meinen Partnerkanal Nerdwatch aus. Den teile ich mir mit anderen YouTubern und wir reden da über verschiedenste Medien, von Comics über Filme bis hin zu Videospielen und verschiedenen Serien. Also schaltet bitte auch da rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das war's von mir. Macht's gut. Bis dann.